Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Dass alle eins sein mögen. Ja, wie sollte es kommen, dass alle Kirchen sich wieder vereinigen? Und wie sollte es kommen, dass die Protestanten ihren Protestantismus aufgeben und sich auch diesem System anschließen? Der erste Anstoß kam beim Vatikankonzil, dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Hier sehen wir den Anfang dieses Konziles. Und nach diesem Konzil wurde der jesuitische Gelehrte Karl Rahner angestellt, um das neue Konzept in die Welt hineinzutragen. Und dieses Konzept hieß, dass man weiterhin in seiner Glaubensgemeinschaft bleiben konnte, und dass man nur die Führung der katholischen Kirche anerkennen braucht. Also die meisten glaubten dann, naja, dann hat das Papsttum sich ja geändert, denn es erkennt ja, dass es mehr als eine Glaubensgemeinschaft gibt. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel Vatikans II. Und Vatikan II hätte das auch nie getan, wenn sie nicht gewusst hätten, wie weit sie vorangeschritten waren in ihrer Agenda. Es geht nämlich um ein sehr großes Ziel, eine Ökumene, die nicht nur die christlichen Kirchen beinhaltet, aber auch alle anderen Kirchen. Und dann ist es wichtig natürlich, dass Jesus Christus nicht mehr der Alleinerlöser sein soll. Und in den meisten theologischen Schulen der Welt wird dieses Buch ein vorgeschriebenes Buch sein. Und das wurde geschrieben von Paul Nitter. Da ist er. Wer ist er denn? Er ist Professor bei Xavier University, Cincinnati. Da ist er Theologieprofessor. Ja, unter wem hat er denn studiert? Unter keinem anderen als diesem Karl Rahner, der diesen Auftrag bekam, dies in die Welt hinein zu verbreiten. Und naja, was sagt denn dieses Buch? No other name? Fragezeichen, kein anderer Name. Natürlich ist das ein Hinweis auf den biblischen Text, der sagt, dass es gibt keinen anderen Namen im Himmel oder auf Erden, durch den man gerettet werden kann, außer wessens? Jesus. Und hier ist ein Fragezeichen dahinter. Interessant, dass hier auch das Logo auf diesem Buch ist, das humanistische Logo des Humanismus. Und dieser Professor, der hat dieses Problem, dieses Konundrum, dieses Problem, dass andere Glaubensgemeinschaften, die nicht Christus akzeptieren, führen die auch zum Himmel oder nicht, hat er dann untersucht. Kann man gerettet werden durch einen anderen Namen als Jesus Christus? Und die Antwort ist, ja, man kann gerettet werden durch andere Namen. Das ist ja interessant. Das ist eine interessante Theologie. Und hier steht, das ist erstklassische schöpfende Theologie. Das ist der einzige Satz, mit dem ich übereinstimme. Denn das ist schöpfende Theologie, aber nicht biblische Theologie. Und naja, diese Theologie soll dazu beiführen, dass alle Religionen unter einem Dach glücklich werden können. Also wir können gerettet werden nach dieser Theologie durch Zoroaster, wenn es sein soll, durch Buddha, macht nichts. Alle haben das gleiche Ziel. Und Roms Konzept der Ökumene kommt in diesem zweiten Vatikanischen Konzil-Dokument ganz deutlich hervor. Und zwar, alle Christen müssen eins werden, sie müssen einen Christus haben, aber dieser Christus muss ein universaler Christus sein. Er muss durch alle anerkannt werden können.
Und es muss in alle Institute der Universitäten und so weiter, muss es eingeführt werden. Jetzt, was sagt die katholische Kirche über dieses Ziel? Sie sagt, der Zweite Vatikanische Konzil, der Ökumene, erklärt ganz deutlich, dass es durch Christus' katholische Kirche alleine ist, wodurch man die volle Erlösung erleben kann. Also die Protestanten, die so behaupten, ja, Rom hat sich geändert, denn sie behauptet, man kann auch in anderen Konfessionen gerettet werden, die verstehen den Zweiten Vatikanischen Konzil verkehrt und haben den Katechismus dann auch nicht gelesen. Denn im Katechismus steht es ganz eindeutig, nur durch Rom kann man gerettet werden. Also diese Kirchen können ihre Konfession behalten, aber sie müssen das Oberhaupt des Papstes anerkennen, um in diese erlösende Partei hineinzukommen. Nur so können sie die Erlösung haben. Und es wird hier behauptet, in Artikel 817, dass die Trennung, die es damals gab, eine Sünde war. Eine Sünde. Wo da Sünden sind, da gibt es Trennung und heretische Auseinandersetzung. Da, also die Trennung war Sünde. Wir wollen auf dem Weg zur Einheit gehen und das geht durch die katholische Kirche. Etwas, was sie nie verlieren kann. Das ist das Ziel. Nur die katholische Kirche. Artikel 820. Artikel 837 sagt, und es ist notwendig, diesen Supreme, diesen obersten Pontiff, Papst, anzuerkennen. Der Priester Jay Cornell sagt es ganz eindeutig, das Ziel der Ökumene, so wie die Katholiken es verstehen, ist Einheit im Glauben, in Anbetung und die Erkennung der obersten geistlichen Autorität des Bischofs von Roms. Also genau das, was die Reformation trennte, soll hier wieder zunichte gemacht werden in dieser Ökumene. Was andere nichtchristliche Kirchen betrifft, Artikel 842 sagt, alle Nationen haben eine Gemeinschaft. Also wir müssen alle eins werden, aber immer noch, alle Glaubensgemeinschaften sind sich noch immer unterstellt dem Papsttum. Also eigentlich müssen alle dann dem Papst unterstellt werden. Das ist das Endziel. Ob sie Buddhisten sind, ob sie Mohammedaner sind oder was sie auch immer sind. Natürlich in den geheimen Gremien sind sie ihm schon unterstellt, denn die Geheimorganisationen haben ja dieses Ziel schon immer vor Augen gehabt und Okkultisten sind hinter diesen geheimen Konzilen. Hier ist eine Erklärung von dem Priester Bonaventure Hinwood, ein Fürsprecher für das Papsttum, er beantwortet Fragen und er sagt es ganz eindeutig, das Zweite Vatikanische Konzil lehrt an verschiedenen Stellen, dass es durch die katholische Kirche allein ist, wo man Erlösung findet. Und dann kommt ein langes Zitat, das kann man ja selber lesen, wo das genau erklärt wird. Und dann, damit keiner das missversteht, war das Papsttum ja so lieb, um im September 2000 ganz offiziell zu sagen, dass das Papsttum ist keine Schwesterkirche, sondern es ist die Mutter aller Kirchen. Und alle anderen Konfessionen haben Schwachheiten, die nur in der katholischen Kirche ergänzt werden können. Und in der Ökumene gab das viel Theater, die anderen Kirchen haben das untersucht, das Enzyklikum hieß Dominus Iesus und da stand, andere Kirchen sind nicht Schwestern von uns, sagt der Vatikan.
Und Kardinal Ratzinger hat das dann weiter erklärt und sagt, es muss immer ganz deutlich verstanden werden, dass die heilige katholische und apostolische universale Kirche nicht die Schwester, aber die Mutter aller Kirchen ist. Naja, ist die Ökumene dadurch zusammengekracht? Nein, sie ist weitergegangen. Der Vatikan wird nicht so eine Herausgabe geben, wenn er nicht weiß, wo er dran ist. Er hat die Macht. Die anderen haben ein bisschen gemeckert und gezetert, wie es hier steht. Die eine Kirche hat dies gesagt, das und jenes, aber es bleibt beim Alten. Im Washington Post stand geschrieben, das neue vatikanische Diktum sagt, dass wenn man ein Individualist, ein Einzelner, dann kann man Erlösung finden nur durch die Gnade der katholischen Kirchen. Und protestantische Kirchen, Juden, Moslems, Hindus, alle müssen dem Papsttum unterstellt sein. Der allgemeine Ruhetag wird der Sonntag sein. Das macht das Zweite Vatikanische Konzil schon ganz deutlich, dass das das absolute Hochfest ist. Der Sonntag, der soll innegehalten werden und mehrere Dokumente sagen, dass die Eucharistie, die Wiederkreuzigung, wenn wir das so wollen, das Opfer wiederholt von Jesus Christus, soll das Herz dieser Sonntagsfeier sein. Hier im Katechismus steht genau das Gleiche und da sagen sie es ja ganz deutlich, es ist der erste Tag der Woche und es ist der Tag der Sonne. Also dieser Katechismus ist ein ganz gutes Buch, der erklärt ganz schön, wo er gegen die Bibel redet. Tradition hat diesen Tag herbeigebracht, wird auch zugegeben in diesem Katechismus. Naja, und jetzt soll diese Ideologie maßgebend sein und nicht die Bibel. Jetzt, was macht man mit den Protestanten, die behauptet haben, sola scriptura, die Bibel und die Bibel alleine? Ja, die Bibel muss man dann aus etwas vernichten oder aus dem Weg räumen oder weniger nützlich machen oder so es organisieren, dass sie nicht gelesen wird. Vielleicht am besten, wenn beide Hände so beschäftigt sind, dass sie kein Buch festhalten, vielleicht oben in der Welt, im Wind rumwackeln oder sowas ähnliches, dann geht es ja gut. Also muss die Liturgie geändert werden. Die Liturgie ist so, was in der Kirche abläuft, wie man einen Gottesdienst hält. Und eine Liturgie schließt dann ein, das Vorprogramm und. Und dann normalerweise war da eine Predigt, die auf das Wort sich beruhte und dann, und so weiter. Aber jetzt soll das Wort nicht mehr maßgebend sein, sondern die Liturgie. Und zwar im Zweiten Vatikanischen Konzil wird diese Liturgie die heilige Liturgie genannt. Und hier sollte man mehr Freiheit haben, mehr Beweglichkeit, mehr Variation in der Musik. Das ist ja nicht verkehrt mit Musik und schöner Musik, die Gott zu ehren ist. Aber wenn die Musik das Wort vollkommen ersetzt, dann haben wir ein Problem. Und da muss da auch ein bisschen körperliche Bewegung sein, aufstehen und vielleicht ein bisschen hin und her Geschrei, Acclamations und Wiederholungen und so weiter. Und die Musik muss am besten emotional sein. Hier steht im Katechismus, dass wenn die Tränen rollen und die Emotionen hochsteigen, dann ist es gut. Naja, schön. Und der Papst, der gibt das gute Beispiel und singt Pop mit aber Musik, dass man auch richtig lernt, wie das gehen soll. Das fing schon in den 90er Jahren an. Das war dann auch die Band, die immer den Papst begleitete. Und Christentum hat natürlich Christus auf der Gitarre wieder gekreuzigt. Und die verschiedenen Fakultäten, die haben sich darum beworben, um mehr charismatisch zu werden. Darum gab es auch die Holy Ghost Fathers. Und bei den verschiedenen Weltkirchenratsversammlungen wurde es mehr und mehr charismatisch. Und Papst Paulus VI.
war auch einer, der zuerst dann in Zungen redete. Und hier steht das in Christianity Today am 6. Juni. Und Christianity Today, so nebenbei, ist die Magazine, die durch Billy Graham gegründet wurde. Und da stand ganz deutlich, der Papst, seine Sprache war punctuated with ecstatics. Er hat ekstatisch geredet, er hat in Zungen geredet. 1974 waren die Lutheraner schon bereit, mit der römischen katholischen Kirche wieder zusammenzureden, die Presbyterianer, die Methodisten, und eine nach den anderen schreiben sie, ja, Protestanten und Katholiken im Dialog, wir müssen zusammenkommen. Sie haben in 75 einen gemeinsamen Katechismus herausgebracht, naja, dann ist das Gesetz nicht mehr so wichtig. Das muss ja nicht wichtig sein, Rom hat es ja geändert. Und dann muss es ja nicht wichtig sein, wenn man damit zusammenleben will. Und viele Dinge, die Jesus gesagt hat, angeblich in der Bibel, haben die Jünger in seinen Mund gelegt, das hat er nicht wirklich gesagt. Und die Auferstehung, ja, das braucht man nicht so wörtlich glauben. Und die ganze Bibel wird heruntergemacht in diesem Katechismus. Und in 77 waren sie so weit, dass die Anglikaner gesagt haben, gut, wir erkennen wieder den Papst als Oberhaupt an. Sie kamen zusammen in 89 und sagten, better together, besser zusammen, die Trennung soll aufgehoben werden. Und der Kardinal, der Ranci, der Erzbischof von Canterbury, hat dann auch das Dokument mit dem Papst unterzeichnet, dass der Papst wieder das Oberhaupt ist. Und die ersten protestantischen Kirchen kamen zurück zur Mutti. Die Königin, die ist natürlich die Hüterin offiziell von dem protestantischen Glauben. Und somit musste Prinz Charles sagen, er ist nicht mehr der Hüter des Glaubens, sondern nur Glaubens. Also nicht mehr dem Protestantismus, sondern allem. Und der gute Prinz ist dann auch zum Vatikan und hat gesagt, also mit diesem Protestantismus macht ihr keinen Kummer, alle Glaubensgemeinschaften. Und somit war der englische Protestantismus vorbei, es wurde groß gefeiert, Maria wurde durch die Straßen Englands getragen und der nächste war Carey, hier ist er, der war ein Zungenredner, charismatische Renewal. Und Rome was bound, sie waren wieder zusammen. Nicht nur das, die Architektur musste sich ändern. Ist das nicht interessant? Die Architektur musste sich ändern. Das ist St. Paul's Cathedral in London. Also die musste total umgebaut werden. Plötzlich war die Kathedrale des Protestantismus nicht mehr gut genug. Umgebaut musste sie werden. Und zwar sieht sie heute so aus. Ja, welches andere Gebäude sieht denn so aus? Der Vatikan sieht so aus. Es ist ein Ebenbild des Vatikans geworden. Ja, so sah sie nie aus. Das ist ein ganzer Neubau. So sah sie nämlich aus vorher. Und jetzt sieht sie so aus. Ein ganz neues Gebäude. Ein neuer, kleiner Vatikan. Und innen drin, wow, sogar Berninis Canopy, der Hauptaltar vom Vatikan, ist neu, genau wieder nachgemacht. Und dann voll okkult, schwarz, weiß, freimaurerisch aufgebaut, heidnische Zeichen drin, Freimaurerzeichen an der Decke. Ich habe das selber fotografiert, schön da gestanden. Interessant, was hier alles los ist in der Welt. Also der Protestantismus in England kapituliert. Ist das nicht tragisch? Es gab einen Krieg, die Armada, die spanische Armada ist hin. Gott hat gesorgt, dass da nichts von kommt. Und der Protestantismus ist in die ganze Welt rein. Und jetzt? So ein Zinnober, das ist ja tragisch. Sonnenzeichen auf dem Boden, voll okkultes Sonnenanbetungssystem. Auf dem Boden auch. Drudensterne, Freimaurerei, Mond, da hatte ich noch schöne Schuhe.
Schlange mit dem Schwanz im Mund, Sonne, alles Mögliche. Und natürlich auch der Pfau, Symbol Lucifers, Freimaurerzeichen, New Age-Zeichen, Hexagramme, Todeskult und so weiter. Genauso wie in der katholischen Kirche. In keiner katholischen Kirche darf eine Messe gelesen werden, wenn da nicht Reliken unterm Altar sind. Also Kathedralen sind gebaut als Friedhöfe. In einer Kathedrale muss es Leichen geben, denn es ist ein Todeskult. Der Gott dieses Systems ist Osiris in seiner Anubis-Form, der Gott der Toten. Im Tempeldienst durfte man nicht erst einen Toten anfassen und dann zum Tempel gehen, da war man 7 Tage unrein. Also Gott hat einen ganz großen Unterschied gemacht zwischen dem Heidentum und dem anderen. Ich rede jetzt nicht von einer Beerdigung und demjenigen, aber wenn sie beerdigt werden in der Kathedrale und eine Messe kann nicht stattfinden, wenn da nicht eine Leiche drin ist, das ist Totenkult. Also hier unter dem Altar gibt's dann auch die Toten. IHS ist auch Teil davon jetzt schon wieder. Also Isis, Horus, Sep, der Vogel, der sein Fleisch füttert, voll okkult. Und der Papst hatte recht, bis zum Jahr 2000 müssen wir alle eins sein. Hat er auch schon in 95 gesagt, für Einheit müssen alle Kirchen die päpstliche Autorität akzeptieren. Das ist Southern Cross, das ist eine katholische Zeitung. Kann man nur bei der Kathedrale sich abholen. Und Offenbarung 13 hat das ja schon vorhergesagt. Alle auf Erden werden ihn anbeten, welche nicht im Buche des Lammes geschrieben stehen. Und in Deutschland kamen die Kerzen und die Marienbilder in die evangelische Kirche wieder hinein, Dom zu Berlin, und Weltbild zeigte, wie Martin Luther die Hand schüttelte mit dem Papst, obwohl ich froh bin, um wenigstens zu sehen, dass Martin Luther wenigstens wegguckt. Und bis 1980 sagte der Papst, Ökumene ist eine ernste Sache. Und so, ganz rapide. Natürlich, die offizielle Lehre war, Papst ist Antichrist. Also dann, bei der evangelischen Synode, musste ein Entschluss getroffen werden, heiße Eisen, alte Zöpfe, der Papst soll nicht mehr Antichrist genannt werden. Es muss ja auch aufgehoben werden, sonst klappt das ja nicht. Und dann die lutheranische Kirche und das Papsttum sollen zusammenkommen. Sie stimmen überein und wollen nicht mehr getrennt sein. Und die Kirchen beenden die 500-jährige Spaltung zwischen den Gemeinden. Und dann wurde sogar geschrieben, Deutschland fragt, vergib Martin Luther. Für was muss er denn vergeben werden? Weil er die antibiblischen Prinzipien aufgeklärt hat und die kalvinistische Kirche macht genau das Gleiche und lutheranische Führer sagen, der Papst muss der globale Spokesman, der Fürsprecher für alle Christen sein. Schrecklich, das war am Freitag, Juli den 6. 2001 und die Lutheraner erkennen den Papst an. Also die anglikanische Kirche kapituliert, lutheranische Kirche kapituliert, kalvinistische Kirche kapituliert, gemeinsamen Gottesdienst. An dieser Seite treffen sich die Katholiken, an dieser Seite treffen sich die Protestanten und den Turm gebrauchen sie, um die Glocken gemeinsam klingeln zu lassen. Ist das nicht interessant? So ein schönes ökumenisches Bild. Auch sofort die Ikone werden durch die Knights of Columbus, die haben wir ja schon besprochen, diese Geheimgesellschaft der katholischen Kirche, in alle Kirchen in ganz Amerika hineingeschickt, dass die Menschen sich wieder dran gewöhnen, um sich vor Ikonen niederzuknien. Und dann kam diese gemeinsame
Declaration der Lutheraner und der Katholiken über Gerechtfertigung, wie das stattfinden muss. Und dieses Dokument ist ganz raffiniert geschrieben, damit beide Seiten das unterschreiben können. Aber weil da keine Theologie mehr ist, müssen die Theologen eben lebendiger werden. Wenn die Bibel nicht mehr maßgebend ist, dann muss mehr getanzt und geschrien und was weiß ich gemacht werden. Und vielleicht die Kleider ein bisschen weniger werden, damit man auch was zu sehen hat. Und alle Kirchen beisammen. Und was hat das herbeigeführt? Ein Zitat nach dem anderen sagt, es war die charismatische Bewegung. Die charismatische Bewegung, die charismatische Bewegung und die charismatische Bewegung. Gut, also heute sind sie alle sozusagen wieder unter einem Hut. Und die Unterschiede sind nicht aufgehoben. Das Papsttum hat noch immer das Gesetz geändert. Das Papsttum hat noch immer dieselben gewaltigen Irrlehren. Aber die Lehren sind nicht mehr wichtig. Was wichtig ist, gemeinsame Sache. Und dann der Weltkirchenrat, der musste sich auch ein bisschen ändern. Hier ist der siebte Weltkirchenrat, die siebte Weltkirchenratversammlung. Die wurde gehalten in Canberra, Australien. In 1991, und komm Heiliger Geist, erneuere die ganze Schöpfung, war das Thema. Und es fing an mit einem Aborigine-Fest, einem heidnisches Fest, um zu zeigen, dass alle heidnischen Religionen auch betroffen sein durften. Und diese koreanische Priesterin, Protestantin natürlich, Miss Chung Chung brennt die Liste der Toten, die sie hervorgerufen hat. Jetzt diese Frau, diese koreanische Predigerin, ist sehr bekannt weltweit. Sie hat hier beim Weltkirchenrat hat sie geredet und sie ist jetzt Professor von UTS, eines der großen theologischen Schulen in den Vereinigten Staaten. Und sie ist Presbyterianerin in Südkorea und hier brennt sie eine Liste. Sie hat die Toten hervorgerufen, und zwar Hagar, Uriah, Herodes, Joan of Arc, alle Juden, die in den Gaskammern gestorben sind, Mahatma Gandhi, Steve Biko, Martin Luther King, Malcolm X und so weiter. Und dann hat sie sogar Jesus hervorgerufen und dann die Liste verbrannt als Zeichen von ihrer, naja, was sie auch immer da tat. Hier steht ein Zitat von was da alles passierte. Sie hat einen weiblichen Heiligen Geist hervorgerufen und auch Abraham und Sarah, und 18 Mal hat sie die Geister der Toten hervorgerufen. Und sie sagte, wenn wir die Stimmen der toten Geister nicht hören, hören wir nicht den Geist, den Heiligen Geist. Das ist Totenkult. Das ist genau das Gleiche, was in den Afrikakirchen passiert, die Anbetung der Ahnen. Und sie sagte dann auch ganz eindeutig, ich hoffe, dass die Gegenwart unserer Ahnen, unserer Ancestors, Geister, hier mit uns, wird uns nicht ungemütlich machen. Naja, mich hätten sie nicht ungemütlich gemacht, denn ich weiß, die schlafen und waren gar nicht da, aber das war die Religion. Was lehrt denn diese gute Chung Chung Kung, die jetzt Professorin ist bei UTS? Sie war eine Studentin bei Union Theological Seminary. Sie war auch Professor in Koreas EWA, Women's University, Frauenuniversität. Und das ist die größte Universität da für Frauen mit 20.000 Studenten. Und sie sagt, jetzt das ist die Fürsprecherin der Presbyterianer beim Weltkirchenrat, sie sagt, die drei Göttinnen möchte ich mit euch teilen. Kali, die Hindu-Göttin, Kuan Yin, die Buddhistin-Göttin und Enna von den Philippinen. Meine neue Trinität. Wow,
Sehr interessant. Sie hat hinzugefügt, die christlichen Kirchen sind sehr patriarchal gewesen. Da waren zu viele Männer, die gequasselt haben. Darum sind wir hier alle zusammen, dass wir dieses patriarchalische Götzenchristentum vernichten können. Ganz eindeutig, wo sie steht. Also das, was in der Bibel steht, weg damit. Wir wollen jetzt eine neue göttliche, weibliche Dreieinheit haben und die wollen wir schön anbeten, zusammen mit den Geistern unserer verstorbenen Ahnen. Sie sagt auch, ich kam von den Schamanisten, Buddhisten und Konfuzius und den Taoisten und der Christentradition, also sie redet über ihre Osttradition von ihrer Herkunft, und sie sagt, und die Geschichte unserer Religion ist nämlich so, 5000 Jahre Schamanismus, 2000 Jahre Taoismus, 2000 Jahre Buddhismus, 700 Jahre Konfuzianismus in Korea jetzt und nur 100 Jahre Protestantismus in Korea. Dann sagt sie weiter, darum, wenn ich zu den Tempeln gehe, sehe ich Buddha. Wenn ich Buddha sehe, dann fühle ich mich jung. Buddha starb, als er 80 Jahre war, alt war. Jesus starb, als er 33 Jahre alt war. Vielleicht war Jesus zu jung, um zu verstehen. Habt ihr es nicht gekriegt? Jesus war zu jung, er hat es nicht gut verstanden. Ich fühle mich in meinem Innersten Schamanist, in meinem Herzen Buddhist und in meinem rechten Gehirn Konfuzianist und in meinem linken Gehirn christlich, und ich habe eine Familie von Göttern, sie sind alle zusammen. So, das ist die Hauptrednerin beim Weltkirchenrat und auch heute wird sie weltweit gebraucht. Jetzt kennt ihr ihre Theologie. Noch etwas anderes, was sie sagt, was recht interessant ist, ein Zitat. Ich glaube, dass die lebensgebende Energie kam vom Gott und ist überall, aber dieser Gott wird klein geschrieben, er ist in der Sonne, er ist im Ozean, er ist im Boden, er ist in den Bäumen. Was ist das? Das ist Pantheismus. Wenn ich mich müde fühle und ich habe keine Energie zu geben, was du machst, du sitzt im Stillen, vielleicht gehst du zu einem Baum und sagst, gib mir von deinem Lebensenergie. Was hat die Bibel sagt doch genau, dass die Menschen solche Doofheiten anfangen werden. Ist es nicht so? Oder du fragst die Sonne, gib mir etwas von deiner Lebensenergie. Also wir brauchen keinen Jesus, den brauchen wir nicht. Komm, wir fragen sie noch weiter. Das ist World Council of Churches Ecumenical Women's Decade Festival. Hier hat sie gesagt das Folgende. Hier war sie die Sprecherin bei der World Council of Churches in Harare, in Zimbabwe, in 1998. Hier hat sie einen Tanz, einen sensualen Tanz ausgeübt bei diesem Weltkirchenrat, und dann hat sie ganz deutlich gesagt, über Jesus Christus zu einer anderen Person ist, über Jesus zeugt zu einer anderen Person, dann ist es eine Tat der Gewalt. Wow! Ich darf also keinen überzeugen, dass Jesus der Weg ist. Das ist eine Gewaltstat. An act of violence. Wow. Dann sagt sie weiter. When reminded, als man sie ja dann erinnerte, dass Jesus sagte in Johannes 14,6, dass er der einzigste Weg ist, hat Kyung gesagt, Jesus war verkehrt. Okay, gut. Das ist unsere liebe Ökumene und unser Weltkirchenrat. Kein Wunder, dass sie Posters von Dämonen haben. Denn das ist genau, was sie anbeten. Sie sind voll okkult. Hier ist die Ökumene, alle Religionen zusammen. Es geht nicht nur um das Christentum. Hier kommen sie zusammen in all ihren Formen. Und die Webpage des Weltkirchenrats sagt es ja ganz deutlich. Das sagen hier das griechische Wort Ökumene
kann übersetzt werden, die ganze inhabited, bevölkerte Welt. Die ganze Welt. Das ist Ökumene. Also das Endziel der Ökumene ist nicht nur, um den Protestantismus zum Katholizismus zu bringen, sondern alle Religionen. Und Gary Carr hat ja ganz deutlich gezeigt, dass dieser Weltkirchenrat durch die Freimaurerei gesteuert wird und dass die, die dahinter stehen, Okkultisten sind. Und das kann man ja sehen an denjenigen, die sie anstellen, um die Hauptredner zu sein. Das sind Okkultisten. Wir haben ja jetzt die Theologie von Chung Chung gesehen. Alice A. Bailey hat auch gesagt, dass da keine Trennung in der universalen Kirche sein wird und der Loge der Freimaurer und im inneren Kreise der esoterischen Organisationen. Aha, dann haben wir es ja jetzt. Also die Kirchen, die Freimaurerlogen und die Esoteriker sollen unter ein Dach. So sagte sie. Und die UNO sagt, dass das ist das Wort, das sie beachten. Und das ist das Ziel der UNO, um alle zu vereinigen in einer Kirche Gottes. Aber dieser Gott ist nicht mein Gott, denn der war ja verkehrt. Er hat ja einen Fehler gemacht, als er gesagt hat, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Also wir haben eine Wahl. Entweder wir stehen zu Jesus Christus oder wir stehen hier in diesem Zinnober. Gut, wer sind die Führenden, die hiermit zu tun hatten? Wer hat das alles herbeigebracht, dass die Kirchen sich so schön vereinten? Die großen Protestanten, wer waren sie denn? Waren sie Protestanten oder waren sie Wölfe in Schafskleider? Waren sie Okkultisten, Satanisten, Luziferier oder waren sie Christen? Norman Vincent Peale, sicher der größte Prediger unserer Zeit. Billy Graham sagt, das war mein Idol, das war mein Beispiel. Norman Vincent Peale war derjenige, der mich begeistert hat und dem ich nachstrebe, hat er gesagt. Und er war 33 Grad Freimaurer, das heißt, er war Luziferier. Und er gibt ganz deutlich zu, dass Freimaurerei ist das, wonach er strebt, nach diesem Supreme Architect, diesen obersten Architekten, der Lucifer ist und niemand anders. Und er sagt, die Freimaurer schauen nicht so eng auf das Sektarische, nein, sie schließen alle Religionen ein. Und wenn wir die großen Köpfe mal bestudieren, dann sehen wir, dass Bishop Carl Saunders von der United Methodist Kirche 33 Grad Freimaurer ist, Robert Seymour Atlas 32 Grad, Wesbury, der Direktor und Editor von der Baptisten-Sonntagszeitschrift, 32 Grad Freimaurer ist, Grant, der District Superintendent der United Methodist Church, 33, sind alles Freimaurer und alle hochgradige Freimaurer. Hier sind ein paar Zitate, könnt ihr ja nachsehen. Hier wird angeblich Billy Graham genannt als 33 Grad Freimaurer. Norman Vincent Peale gibt ja selbst zu, dass das war. 33 Grad Freimaurer. Robert Schuller, 33 Grad Freimaurer. Otto Roberts, 33. Jesse Jackson, 33. Und. Es geht ja weiter und weiter und weiter. Was hat Peale, Norman Vincent Peale, der geistliche Vater von Billy Graham und von Robert Schuller, so nebenbei, was hat er denn gelehrt? Peale hat gesagt, dass die kanalisierten sogenannten Jesusbriefe sind auf der gleichen Ebene wie andere heilige Geschriften. Er sagte, amazing holy letters were written, one each day over a 2-year period. Sie wurden jeden Tag geschrieben über diese Periode in 1978 und die Schreiberin wurde diese Briefe diktiert von einem nicht lebenden Geist oder einer toten Entität, die sich identifiziert hat durch ihre Feder als Jesus Christus. Was sagt Peale dazu? Es macht wenig Unterschied, ob diese Briefe kommen von Jesus, ob von Nazareth oder Jesus von Jane. Die sind alle vom gleichen Unterbewusstsein und dieses Unterbewusstsein ist Gott. Ich bin Teil
von Gott. Jane und Anna sind Teil desselben Gottes. Das war die Lehre, das ist Freimaurerlehre, wir sind Gott. Von einer anderen Okkultistin, Kresnin, sagt er, alles was er tut, ist um das zu dramatisieren, was ich predige. Ist das nicht interessant? Er predigt also den Okkultismus. Noch ein Buch, die Toten leben, sie können mit uns sprechen, sagt Peel. Ein Meisterwerk. Ich hoffe, es wird weit gelesen. Also, wir brauchen ja nicht alle Zitate lesen, aber das sind die Ansichten dieser sogenannten großen Protestanten. Gut. 86 konnte der Papst schon eine Synagoge besuchen und dann 87 war der Islam und Hinduismus und Buddhismus und Judaismus bereit zusammenzuarbeiten und ein Jahr später kam Russland auch dazu, war bereit zusammenzuarbeiten und naja, es gab ein großes ökumenisches, eine große ökumenische Bewegung auch in dieser Richtung. Hier ist Rabbi Robert Jacobs und er sagt über diese Ökumene und über den Papst das Folgende, schauen wir uns mal das Video an. And in 1965, Vatican II changed that. Jacob says the Second Vatican Council marked an historic turnaround for Catholic-Jewish relations. And he says John Paul II has done extraordinary things to show respect for Judaism. He was the first pope to visit a synagogue. No pope in Roman history had ever done, has ever done, what he has done. It gives all Jews a feeling that for the first time in Christian church history, Judaism is appreciated as having its own integrity and is not demeaned. I think it's a tremendous privilege to meet this extraordinary Pope. Aha, das Judentum, sagt Papst, du bist fantastisch. Dann, als der Papst St. Louis besuchte, hat er dies ihm vorgelesen. Will rejoice and blossom. They will blossom with abundant flowers and rejoice with joyful song. Also ganz begeistert vom Papsttum. Alexei ist auch Ökumenist. Hier kommen die ersten Zusammenkünfte zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche. Das war in 94. Orthodoxe Kirche bekam dann mehr Freiheit, dann auch ja diesen interessanten Freimaurergruß zwischen den beiden, der Orthodoxen, und eine weltweite Erneuerung gab's. Alle beisammen, islamisches Kulturzentrum, drei katholische Bischöfe waren gegenwärtig und der Papst hat seinen persönlichen Gruß geschickt, Islam auch unter dem Hut dieser Ökumene. Ein interessantes Signalbild, die Juden und die Muslimen, die beiden sind ja große Gegner, was die Politik betrifft. Der Papst hat entweder Kopfweh oder denkt, was mache ich mit diesen beiden Kindern? Katholische Akademie in Trier hat dieses Zeichen. Ja, das sind okkulte Zeichen. Und wenn man den Ostokkultismus kennt, dann wird man das auch gleich erkennen, dass das Mantras und Yantras sind. Hier ist noch eins, wo alle Religionen beisammenkommen. Und da kann man den Kalant sehen und da ist der Mandala. Und das ist das Symbol, das sie gebrauchen, um zu zeigen hinter den Kulissen, wir sind eigentlich Okkultisten. Und alle müssen sie unter einen Hut kommen. Der Dalai Lama auch. Und dann natürlich dieser interessante Mann, Robert Schuller. Was sagt er? Fourth Dimension Forward. I discovered the reality of the dynamic dimension of prayer that comes through visualization. Also sagt er Visualisation, wie sagt man in Deutsch? Visualisierung. Das ist ein okkultes Prinzip. Das ist eine Art Hypnose. Und wir werden
morgen ein bisschen mehr darüber reden, sagt er, ist eine Methode des Betens. Und er sagt, ich verstehe es nicht unbedingt, aber ich genieße es. Es funktioniert. Ich habe es versucht. Es funktioniert. Er hat natürlich diese Riesenkathedrale, Crystal Palace, mit den Plänen für diese Kathedrale ist er erst zum Papst, dass der Papst sie segnet, vor dem sie gebaut wurde. Hier ist er, hier ist sein Sohn, der ist auch Sprecher. Jetzt wollen wir mal der ihre Theologie studieren. Robert Schuller sagt in seinem Buch Self-Esteem, Selbstwert, klassische Theologie hat geirrt in der Theologie, dass sie gottzentriert ist und nicht menschzentriert. Wow! Also Theologie darf nicht gottzentriert sein, sie muss menschzentriert sein. Was ist denn das? Ist das nicht Humanismus oder nicht? Ja, natürlich ist das Humanismus. Eine klassische Rolle von dem Pulpit, Podium des Protestantismus war, um Predigen zu predigen, die behaupten, which imply indoctrination more than education, die dich mehr indoktriniert haben, als es, dass sie dich gelehrt haben. Und da ist eine eingebaute Neigung, um zu intimidieren, um kleiner zu machen, also der Mensch nichtiger und nichtiger, um kleiner zu machen, eher als größer und größer und größer zu machen. Also in der klassischen Theologie wird behauptet, Jesus Christus ist alles und durch ihn haben wir Leben, verkehrt. Wir sind alles, die Theologie da oben muss ein bisschen kleiner gemacht werden. Und was ist Sünde? Irgendein Gedanke oder irgendetwas, was mich von meinem Selbstwert beraubt. Das ist Sünde. Sünde ist nicht wieder das Gesetz. Nein, 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 das natürlich nicht. Was wir brauchen, ist eine Theologie der Erlösung, die fängt an und hört auf bei dem Verständnis, dass wir als Menschen Glory, Verherrlichung haben wollen. Habt ihr das mitbekommen? Das ist ja eine Theologie, die mit der Bibel schon überhaupt gar nichts zu tun hat. Was heißt es, um wiedergeboren zu werden, sagt er? Es heißt, um von einem negativen Selbstbild zu einem positiven Selbstbild sich zu bewegen. Von Inferiority, Minderwertigkeit, zum Selbstwert. Vom Angst zur Liebe und vom Zweifel zum Vertrauen. Man verdreht das so ein bisschen. Also, um wiedergeboren zu werden, ist um die eigene Größe zu erkennen. Und das Kreuz, das heiligt den Ego. Wow, interessante Theologie. Christus ist der ideale Eine. Das ist okkulte Sprache so nebenbei. Denn er war Selbstwert inkarniert. Ich dachte, er war Demütigkeit inkarniert. Ich dachte, er war Gott inkarniert. Jesus hat nie eine Person einen Sünder genannt. Nie. Nein. Er hat geschimpft über diejenigen, die das gemacht haben, denn es raubt den Menschen von seiner Dignität, seinem Selbstbild. Hat Jesus nie Sünde bei dem Namen genannt? Ja oder nein? Hat er nicht gesagt, geh und sündige nicht mehr? Nein, das hat er doch nicht gesagt. Das wäre doch schrecklich, wenn er das gesagt hätte. Naja, und so geht es weiter und weiter und weiter. Er sagt hier, Jesus hatte einen Ego. Er sagt, wenn ich angehoben werde, ziehe ich alle Menschen zu mir. Wow, was für einen Ego-Trip hatte er. Das sind unsere lieben protestantischen Theologen heute. Und er ist nur am Kreuz gestorben, um sein Selbstwesen, sein Selbst-Ich, sein Selbstwert zu verherrlichen. Also Jesus ist für euch gestorben wegen einem Ego-Trip und nicht, weil er die Welt so geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Das ist eine schreckliche Theologie. Hier sind ein paar interessante Fragen.
How could the cross, as you write, sanctify the ego trip? Wie ist das möglich? Wie kann er uns stolz machen? Und dann sagt er, nennt er all die Texte, wo die Bibel sagt, Stolz kommt vor dem Fall und so weiter. The Lord detests all the proud, der Herr verachtet alle, die so stolz sind und. Da diese Person nagelt ihn mit den Texten an die Wand. Und Schuler antwortete, ich hoffe, dass du nie solche Dinge predigst. Bitte. Denn das könnte viele herrliche Menschen vernichten. Das ist die Theologie. Ja. Sie werden sich nicht mehr an die Bibel stören. Nein, sowas darfst du nicht predigen. Wir sind ganz toll. Was mich trennt von den Fundamentalisten, die ständig andere bekehren wollen, ist, dass ich weiß, dass die großen Glaubensrichtungen Dinge haben, wo sie übereinstimmen. Und ich ziele auf diese Dinge, die wir gemeinsam haben und nicht die anderen. Interessant. Wenn wir wissen, dass wir erlöst sind, dann sind wir Teil Gottes Familie und wir können den großen göttlichen Traum träumen, das Königreich der Gottes in der Welt. Okay, was sagt die Bibel? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber diese Theologen bauen ein anderes Reich. Sie bauen eins auf dieser Welt. Und von dem will ich nichts haben. Nach seinem tausendsten Telecast hat er gesagt, natürlich Sammy Davis Jr. war auch da, da ist Satanist, so nebenbei gesagt, hat gesagt, da ist nichts schlimmer als zu predigen über den verlorenen, sündigen Zustand des Menschen. Das darf man nicht. Das Christentum hat das Schlimmste, was es je getan hat, ist zu predigen über den verlorenen, sündigen Zustand des Menschen. Wir dürfen die Menschen nicht bewusst machen von ihrem sündigen Zustand. Das ist gegen ihr Selbstwert. Jetzt, was macht der Heilige Geist? Wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überzeugen von Sünde. Aha. Also dieser Mann hier kämpft gegen den Heiligen Geist. Und dann sagt er, was man oft machen müsste, man müsste das Mantra gebrauchen. Und wir müssen die Worte ich bin oft wiederholen. Also was sagt er? Er sagt, ich bin Gott. Das ist nicht christlich, sagt er. Und alle die Religionen glauben das Gleiche heutzutage, diesen Leben nach dem Tod. Aber das hier ist der Hammer. Das ist Robert Schuller, Discover Your Possibility, entdecke deine Möglichkeiten. Da sagt er, diesen Satz hier, um wiedergeboren zu werden, ist um von einem negativen zu einem positiven Selbstbild überzugehen, von Minderwertigkeit zum Selbstwert. Und dann können wir das Folgende beten. Und wir können beten, unser Vater im Himmel, geheiligt sei unser Name. Wow. Wow. Das ist der Hammer. Und das ist im Original angehoben. Unser Name. Und das steht in Self-Esteem, The New Reformation. In diesem Buch könnt ihr es finden. Und wer ist derjenige, der sagt, diese Bücher müsste man bitte lesen? Da ist er. Dr. Schuller has an amazing ministry, Dr. Billy Graham. Die stecken alle unter einem Hut. Und das sollen die großen Prediger der Welt sein, unsere Protestanten. Billy Graham, wer bist du eigentlich? Wenn ihr ein bisschen studiert, werdet ihr sehen, Billy Graham ist nicht, wer Billy Graham sagt, er ist. Er predigt zu Tausenden. Hier empfängt er die Medaille, Congressional Medal, beim US Capitol. Hier empfängt er einen Ehrengrad von der strengsten katholischen
Universität und er sagt, das Evangelium, das in diesem Institut, diesem katholischen Institut gepredigt wird, ist das gleiche Evangelium, welches ich predige. Und hier, er ist zusammen mit dem Papst gewesen, da sehen wir ihn zusammen mit dem Papst, er sagt, der Papst ist fast ein Evangelist, hier ist er in seinen schwarzen Kleidern, zusammen mit dem Papst in seinen weißen Kleidern, und es ist wegen Billy Graham, steht hier geschrieben, dass der Vatikan und Amerika gemeinsame Dinge machten. Es ist durch Billy Graham, sagt er, dass Ronald Reagan einen Botschafter zum Vatikan geschickt hat. Und hier schreibt er es in seinem eigenen Buch, schreibt er, dass er derjenige ist, der gesagt hat, geh, komm, mach das. Hier ist ein Buch, Billy Graham und seine Freunde, da kann man das ja selber nachlesen. Das ist geschrieben durch Kathy Burns. Und hier hat er auch ein paar interessante Zitate. Robert Schuller, 1986, Possibility Magazine. Da wird der Pantheismus hervorgehoben. Und Graham sagt zum Schuller in einem Interview, ob sie kommen von den Muslims, ob sie kommen von den Buddhisten, ob sie kommen von den Christen, sie sind eins im Leibe Christi, denn sie sind alle gleich berufen von Gott. Also genau das Gleiche, was die anderen sagen, sagt er auch. Typische Freimaurerei. Ich gehe nicht alle seine Zitate hervorbringen, das wird eine ganze Woche dauern. Liest mal das Buch Billy Graham und seine Freunde, dann werdet ihr sehen, dass die Webpages, die ganz deutlich hervorrufen, dass er 33 Grad Freimaurer ist, gar nicht so verkehrt sind. Also John Paul, Superstar, er ist derjenige. Billy Graham ruft seine Leute zusammen und dann hat er immer Besprechungen mit ungefähr 800 katholischen Priestern und Nonnen, und nach jeder Crusade, nach jeder Evangelisation von ihm, schickt er sie direkt zur katholischen Kirche. Er arbeitet mit den Jesuiten zusammen. Wenn er arbeitet, dann gebraucht er die großen Rockbands, DC Talk und einige anderen, die wir morgen besprechen werden, wie das funktioniert. Und dann werden wir sehen, was diese angeblichen Christen, diese großen Prediger, was sie eigentlich sind. Das werden wir morgen Abend ganz deutlich zeigen, auch in Videos. Also morgen Abend nicht den Vortrag verpassen. Nach September 11, Moslems, Protestanten kamen zusammen in ökumenischen Gottesdiensten. Und vor dem Jahr 2000 war die Episkopalkirche soweit, um zu sagen, Gotteskirche ist katholisch, sie war katholisch von Anfang an und sie wird katholisch sein am Ende. Was hat er noch gesagt? Wir sehen das Ende des Protestantismus. Protestantismus ist vorbei, er hat kapituliert. Und dann vor dem Jahr 2000, genau wie der Papst vorhergesagt hat, Kirchen stimmen überein, der Papst hat die allgemeine Autorität. Und sogar die anglikanische Kirche behauptet sogar, dass er ein Geschenk ist, das die Kirchen akzeptieren müssen. Was für ein herrliches Geschenk. Nicht nur das, er hat eine besondere Aufgabe, um zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu entscheiden. Er ist also unfehlbar. Er wird sagen, was geglaubt werden muss, nicht die Bibel. Die Jesuiten sagen ja, was wenn die Bibel so und so sagt und der Papst sagt was anderes, dann sagt ihr Katechismus, das Zitat hatte ich ja gestern oder vorgestern auf der Leinwand, dann nimmt die Bibel und schmeißt sie weg. Steht genauso in ihrem Katechismus.
Wie weit sind wir dann in diesen Kirchen gekommen? Kirchen halten Seances. Der Bischof, der anglikanische Bischof, hat gesagt, hier im Jahre 2000, am 28. August, hat er beauftragt, bitte in euren Gemeinden hält doch ein paar Seances und ruft die Geister hervor von den verstorbenen Atheisten, damit ihr sie belehren könnt, dass es etwas Besseres gibt. Naja, glücklicherweise sind da Protestanten, die das sehen. Hier ist ein protestantischer Schreiber, James R. White. Das hat nichts mit James White zu tun. Das ist ein neues Buch. Und er sagt, Catholics and Protestants, do the differences still matter? Macht es noch was aus? Es gibt tausende Protestanten in der Welt da draußen, die mit Traurigkeit sehen, was in der Welt passiert. Aber sie wissen nicht, wohin. Sie haben keine Ahnung, wohin. Was muss man machen? Der Konzil zu Trier hat ja ganz deutlich gesagt, worum es geht, dass keiner selbst entscheiden darf, was er glauben soll, sondern nur der Papst soll entscheiden. Und jetzt haben die Protestanten gesagt, ja, es ist richtig so, obwohl die Bibel was ganz anderes sagt. Und der Papst, hat der sich in einen einzigen Glaubenspunkt geändert? Nein, sie haben es noch stärker definiert. Und sie haben ja diesen Konzil, the Congregation for Doctrine and Faith, was das in Deutsch ist, weiß ich nicht. Naja, wo Kardinal Ratzinger das der Haupt ist, das ist die alte Inquisition, sogar im gleichen Gebäude. Und da wird genau die alte katholische okkulte Lehre innegehalten. Und die großen sogenannten liberalen katholischen Prediger und Priester, die die Ökumene steuern, damit die Protestanten sich wohlfühlen, sind Freimaurer. Die spielen ein Spiel, so wie Hans Küng hier zum Beispiel. Und dann kam Assisi. In 86 war die erste Zusammenkunft Assisis, alle Glaubensgemeinschaften zusammen. Da war die orthodoxe Kirche, da war der Dalai Lama, da war der Islam. Alle waren sie gegenwärtig. Die Welt war so weit, dass diese UNO, eine Weltreligion, gegründet werden konnte mit dem Papst als Obersten. Und das haben wir ja schon gestern dann genannt. Und dann das große Datum, den 30. August 2000. Und der große Architekt des Universums, das ist Freimaurersprache, nebenbei gesagt, in der UNO wurde ein Konzil zusammengerufen, ein großes ökumenisches Initiativ, und es wurde der Papst vertreten durch Kardinal Francis Arzin. Buddhisten waren da. Bischof Desmond Tutu hat gesagt, das ist das große Konzil, alle müssen zusammenkommen. Der große Kaiser, der Papst, hat das bekommen, was ihm zusteht. Und seit 85 hat sich dieser Assisi jährlich wiederholt. Und er ist sogar kurz danach nach Damaskus gegangen, zu dieser großen Moschee, um auch den Islamiten zu sagen, ihr habt jetzt euer Zuhause. Hier ist diese Damaskus-Moschee, eines der ältesten in der Welt. Hier liegt gerade ein Toter, der hier hereingetragen wurde. Die Frauen sitzen so am Rande und dürfen nicht in die Mitte. Eine fantastische Moschee. Hier wird ein Mantra gebetet, genau wie die Katholiken es machen. Und hier ist in dieser Moschee dieser kleine Raum. Und hier wird gebetet. Na, zu wem wird denn da gebetet? Das ist sehr interessant. Weiß jemand, zu wem da gebetet wird? Wer liegt denn da? Welche Leiche liegt denn da angeblich?
Oder welcher Leichenteil liegt da? Nein, nicht der Petrus. Der ist im Vatikan, der ist nicht hier. Auch nicht Maria. Auch nicht Mohammed. Auch nicht Abraham. Naja, ich helfe euch. Es ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der Kopf. Ist das nicht interessant? Die Moslems haben den Kopf, der Papst ist hier hingekommen, um den Moslems zu sagen, wir sind alle eins. Glücklicherweise, die katholische Kirche hat den Arm von Johannes den Täufer und vielleicht in den anderen Kirchen noch ein paar Teile, vielleicht können sie ihn ja wieder zusammenbasteln, ich weiß es nicht. Aber er ist anbetungswürdig. Da kann man sehen, worum es eigentlich geht. Die Männer sitzen im Mittelraum da und naja, es hört sich sehr interessant an, nur so ein bisschen, ein Stückchen. Jetzt wisst ihr, die Moslems haben so ein schlechtes Bild in der Welt, weil es extremistische Gruppen unter den Moslems gibt. Ich arbeite, bei meiner Universität, mit vielen Moslems. Die meisten meiner Studenten waren Moslems. Und wenn ich ernst sagen müsste, die waren vorbildlich, die Moslems. Meine Moslem-Studenten waren ganz, ganz ernste, tolle, glaubensfeste Menschen, die wirklich versuchen, das Richtige zu tun. Und sie waren gute Menschen. Ich konnte ihnen vertrauen, wie ich fast keinen anderen vertrauen konnte. Und wenn es hart auf hart ging, die waren ständig da. Wenn die einen Entschluss gemacht haben, der blieb. Moslems werden eines Tages fantastische Christen machen. Da ist ein Unterschied zwischen Moslems und Menschen, die glauben, dass wir das Richtige tun müssen, dass wir die Gebote halten müssen, dass wir gut zueinander sein müssen. Da ist nur ein Unterschied. Und das ist, und so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben, dass wir das ewige Leben haben können. Das ist der einzigste Unterschied. Sie haben keinen Gott der Liebe. Und wenn wir ihnen diesen Gott der Liebe zeigen könnten, das wäre ja was. Wie viele von den Moslems haben mich nicht gefragt über Sabbat? Sie haben sofort gemerkt, dass da was anderes ist. Der ist kein Schwein. Interessant. Er wird nicht erst das anfassen, was die anderen sich hineinhauen. Die Moslems kamen an einem Stück zu mir. Die haben mich immer verteidigt. Ich habe viel Hoffnung, dass viele Moslems zum Herrn finden werden. Und ich kenne Moslems, die zum Herrn gefunden haben. Und ich habe auch das Vorrecht gehabt, in einem Bus zu sitzen, neben einer Muslimführerin, als wir die 7 Kirchen abgefahren sind, einer nach dem anderen. Als die 7 Kirchen fertig war, war sie eine Christin. Und ich bin sehr dankbar, denn sie hat das Leben Jesus schon übersetzt ins Türkische und tut ein großes Werk und ist verheiratet mit einem Adventistenprediger heute. Und sie haben es sehr schwer, wenn sie sich bekehren. Wirklich schwer. Aber wenn sie einen Entschluss machen, wow! Das wird ja was. Ich habe Hoffnung, dass der Herr große Dinge unter den Moslems tun wird. Aber der Glaube hinter den Kulissen ist ein anderer. Es ist ein Glauben an den Mondgott. Da sind Göttinnen drin. Darum ist Maria-Verehrung so einfach in diesem System. Und der Papst zeigt ganz eindeutig, wo sein Sentiment liegt
er küsst den Koran. Und diese großen Glaubensgemeinschaften, wir sollen alle zusammenkommen. Das Judentum, der Buddhismus, das Christentum, Hinduismus und Islam. Und sie sollen alle eins werden. Hier empfängt der Papst den Tilak auf der Stirn. Der Tilak ist das Symbol Shivas. Und Shiva nach Blavatsky ist Luzifer. Und natürlich weiß er das. So haben wir ein Parlament der Weltreligionen. Und das ist ihr Symbol, die Sonne in der Mitte. Und dann in 99, bei dieser großen Zusammenkunft, wo der Dalai Lama gegenwärtig war, wurde der folgende Entschluss genommen. Und das ist ein interessanter Entschluss. Alle zusammen, die Zoroastristen, die Katholiken, die Hindus, die Schamans, die Rabbis, alle Ekumener, das sind all die Protestanten, mussten zusammen entschließen, um wen zu verurteilen? Die christlichen Fundamentalisten, welche Freiheit der Sprache missbrauchen, indem sie versuchen, um andere zu bekehren zu ihrem Glauben und dadurch Hass und Gewalt anhetzen. Wow, das ist ja interessant. Also diejenigen, die glauben, dass sie Leute zu Jesus führen müssen, die müssen verurteilt werden. Und das hat Kim Jong ja auch gesagt. Man darf nichts tun. Das ist noch das Schlimmste, was man tun kann, ist Menschen zu bekehren zu Jesus. Lass sie, wo sie sind. Zwei Entschlüsse wurden gemacht bei diesem Konzil. Da ist das Zitat, ihr könnt es selbst nachlesen. Papst Johannes Paulus II. Wurde durch Konsensus als der oberste geistliche Führer der Welt angekündigt und Fundamentalisten, religiöse Fundamentalisten, welche nicht mit der globalen Ökumene zusammenarbeiten wollen, müssen stillgemacht werden. Sie müssen angeklagt werden als gefährliche Extremisten voller Hass. So, wir sind vor einem Problem. Und dann natürlich auch in diesem Jahr 2000, alle Religionen, alle Glaubensgemeinschaften beugen sich vor dem Papst, der bei die Rockband im Hintergrund spielt. Padre di tutti noi, difende le tue mani, per abbracciare gente gloria, di tutte le tribù, dei popoli di ogni civiltà. Und wie gesagt, ich sah eine Frau in dieser großen Stadt, die regierte über die Könige der Welt. Offenbarung 17, Vers 8. Und ich hörte eine andere Stimme sagen, komm aus ihr raus, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht ihre Plagen empfängt. Morgen Abend geht's um die charismatische Bewegung. Und wir werden sehen, dass die Freimaurerei die total steuert. Und wir werden ein paar Videos sehen, die euch vielleicht die Haare zu Berge stehen lässt. Gottes Segen, danke, dass ihr gekommen seid. Ich und mein Haushalt, ich möchte lieber Jesus dienen. Denn da
haben wir das Versprechen des ewigen Lebens. Hier haben wir ein Versprechen eines irdischen Königreichs. Das interessiert mich persönlich nicht und euch hoffentlich auch nicht. Amen.